Hallo, Lil Jones. Hier spricht der liebe Gott. Und zum besseren Verständnis hier eine kleine Passage aus Nova Express. Das ist der totale Krieg. Kämpft euch Zelle um Zelle durch die Körper und Hirne der Erde. Alle, die ihr seelisch verkümmert unter der Wirkung ihrer Orgasmusdroge und zittert unter der Drohung ihrer Nova-Öfen. Gefangene der Erde, kommt heraus, stürmt das Studio und rockt den Shit. Komm. Das Magazin ist voll mit Lyrics, wie dein Wortschatz in die Tiefe. Du wirst in die Schlucht getrieben, bist ein Mordlast durch Intrigen. Von 30 Schatten befallen, Krähen zerfressen dein Kadaver. Dein Abgang gewinnt deine Nähe, doch schätz mal, dass du da warst, Lil Jones. Der Typ, der in Smallville wohnt, wirkt herzschädigend belastet. Wie vom starken Strom, dein Körper unter Spannung. Wie eine Trafo-Anlage, ich wende deine Punkte. Wie Hartz IV vor deiner Nase schimpft dich pleite. Geier und verwende dafür keinen Rundfunk. Strapazen wirken radikal, dies mach ich zu meinem Pluspunkt. Geistiger Angriff macht dich zur Beute in der Jagdsaison. Und hiermit hat die Verwirklichung meines Plans begonnen. Du hast es mitbekommen, jonglier mit Reimen auf dem Drahtseil, verlierst deine Balance aus dem Grund, wir sind nicht artgleich. Bleib am Ursprung deines Selbst, das Seelen verkümmern. Der Himmel knallt auf die Erde und ich bleib Phänomen für immer. Es ist vorbei. Und wer gewinnt dieses Battle gegen den Kind? Casper. Genau der. Es ist vorbei. Und wer gewinnt dieses Battle gegen den Kind? Casper. Casper halt, Casper halt, Casper halt. Ja, und zum Schluss möchte ich mich noch bedanken an Sir James für das Intro. Ich danke MD, dass er rappt und ich durch seinen Scheiß lernen darf. Und ach, danke an Lil Jones für das Battle, trotz fehlender RR1. Das war's vom Casper. Peace.